Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Uranium. Die 8. Arena. Wir müssen gegen die beiden kämpfen. Ich habe so das Gefühl, es geht um Tag und Nacht und somit um Psycho und Unlicht. Aber es wurde ja gesagt, sie haben keine bestimmten Typen. Jetzt ist meine Frage, soll ich Baphomet Mega entwickeln oder Metalux? Baphomet verstärkt seinen Angriff, wenn er seinen Gegner besiegt, ja. Aber die Mega-Entwicklung tut das nicht. Ich denke, wir starten einfach mal mit Metalux und schauen, was passiert, okay? Ich hoffe, das ist ein Deal. Starten wir mit ihr. So, du hast dich entschieden, dich der aufsteigenden Sonne zu stellen. Du bist mutig, meine Pokémon sind im Sonnenlicht am stärksten. Vorsicht, schau sie nicht direkt an, oder du wirst geblendet. Bereite dich vor, von der Kraft von Autius getestet zu werden. Nicht, dass sie jetzt ein legendäres Pokémon dabei hat, oder? Das wäre ein Problem. Aber sie hat ein Sonnentag-Team, nehme ich an. Verstehe, also Feuer. Mit anderen Worten, Metalux ist nicht gut. Ja, Feuer, toll. 57! 57? Okay, wir haben ein Problem. Shit. Wir haben ein Problem. Krillvolver. Schauen wir, was Sache ist, okay? Flammblitz sollte ich austanken. Wenn Flamara sich bewegt, danke. 10 Level höher. Okay. Okay, okay, okay. Das war kein Schaden, super. Versuchen wir, den Surfer kommen. Ich glaube, es ist stärker als dieser Korallbrecher da. Der Schaden ist sehr gering eigentlich, den Krillvolver hier abbekommt. Das sollte ich ausnutzen. Ich sollte definitiv weiter damit kämpfen. Einen Flammenblitz dürfte es noch. Ein Top-Drang, toll. Ah, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Dieses Flamara surft mir einfach weg. Wir haben aber noch kein... Wow. Das war stark. Wir haben noch keinen Sonntag gesehen. Kommt bestimmt noch. Oh nein, das war ein Volltreffer, nein. Vielleicht brauchen wir Krillvolver noch. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall, Pokémon Nummer 1 ist weg. Wie viele Pokémon hat sie denn? Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Galeria. Weiß ich nicht, was es ist. Und Spiel laggt wieder. So, Spiel ist wieder da. Nehmen wir... schon. Mal schauen, was jetzt kommt. Wie gesagt, ich kenne die Pokémon nicht. Und das ist ein Problem für mich. Oh. Nee, ich würde sagen, wir machen direkt. Direkt. Die Mega-Entwicklung. Weil Metalux wird hier nicht viel reißen können, wobei. Das ist, glaube ich, wieder kein Feuer-Pokémon, oder? Nee, Elektro. Hm. Ja, keinen bestimmten Typen scheinbar. Das Flamara war nur. Ja, Zufall. Blutdurst bringt nicht ganz so viel, merke ich gerade. Wir versuchen einmal kurz den Kreuzhieb, okay? Vielleicht kommt er durch. Er kommt durch. Stark. Stark. Baphomet stark. Sehr, sehr, sehr stark. Kein Level Up. Quetzilla. Moment, das ist dieser komische Flugdrache, ne? Wir werden einfach mal... Schlägel einsetzen. Respektive Hagoop. Das war doch irgendwie vom Typ Flug, oder? Nee, was? Das war vom Typ Flug, aber halt auch vom Typ Drache. Wir versuchen einfach mal den Donnerblitz, okay? Ränkeschmied ist ein Problem. Ränkeschmied ist ein Problem. Level 58 ist ebenfalls ein Problem. Komm schon, paralysier es. Oh. Das ist nicht so gut. Drachenpuls. Ich habe kein Fee-Pokémon. Oh nein, es tut weh. Vielleicht vergiften? Vielleicht vergiften? Das... Oh mein Gott, was war das denn? Ist es Fee-Drache oder so? Wir versuchen den Tiefschlag, komm. Nein, oh Gott. Oh nein, ich... Oh Gott. Ja, mach jetzt nochmal die Schlammwoge. Okay, das war's. Für Schlegel.
Mist, da hätte ich jetzt anders reagieren müssen. Pflanze wird es nicht sein. Ich denke, es ist vom Typ Fee. Das bedeutet, ich dürfte guten Schaden machen mit dem Eisenschädel, oder? Ah, toll. Mit seinen geboosteten Werten ist das ein Problem. Mach mir gut Schaden, bitte. Nein. 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 Das könnt ihr noch probieren. Durchbruch wäre nicht so gut, oder? Durchbruch wäre, glaube ich, nicht so gut, wenn es von Typ Fee ist. Das ist ein Problem. Eisenschädel, immerhin treffen wir. Wir sind bei der Hälfte. Wisst ihr was? Wenn der Typ oder die Typin da. Um 200 ist gut. Wenn sie auf Top-Tränke gehen kann, kann ich auch auf Hyper-Tränke gehen. Da habe ich kein Problem mit. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn dieses Quetzalit einen Volltreffer landet oder sich nochmal boostet, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Aber so kommen wir immer so knapp noch durch. Vielleicht Volltreffer wäre mal cool gewesen, geht auf Herz, ja. Ich meine ja nur. Wir heilen nochmal, ja. Auch ich kann heilen, kein Problem. Sie halt auch. Wie viele Top-Tränke hat sie? Wie viele Top-Tränke hat sie? Was mache ich da? Vielleicht mein Volltreffer geht auf Herz, ja. Das wäre wichtig. Für mich, für dich, für uns alle. Ja, das ist schon sehr knapp. Zwei Hits reichen wirklich beinahe. Das war ein Volltreffer. Gute Arbeit, mein Freund. Gute Arbeit. Und dank des Seegesangs noch ein paar KP gut geschrieben. Das heißt, normalerweise müssten wir auch diesen Angriff tanken können. Sehr knapp, aber es geht. Es geht. Der Schaden ist so gering. Ne? Ich glaube, das war's auch mit den Top-Tränken. Ich denke, es würde Sinn machen, wenn ich noch ein bisschen trainieren werde, bevor ich da ihren Typen herausfordere. Ich wünschte, ich hätte einen Fee-Pokémon dabei. Ich wünschte. Falsch. Eisenschädel, nochmal. Ja, 10 KP. Giraffe bleibt standhaft. Jetzt wäre ein Volltreffer halt cool gewesen. Aber ist völlig okay, ist völlig okay. Was sie kann, kann ich schon lange. Lame, sagt ihr? Nee, 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 nee. Sie hat... Oh nein, sie hat damit angefangen. Oh nein, was soll denn jetzt die Scheiße? Und sie hat immerhin keine Tränke mehr. Ach komm. Ach komm. Das ist jetzt ein Riesenwitz. Wie viel AP hat Ruheort? 5, oder? Ich habe nur noch 8 mal Eisenschädel. Verarschen? Verarschen? Das waren jetzt schon 3 mal Ruheort, ne? Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Offiziell. Der Drachenpuls wird mein Giraffärz besiegen. Einmal komme ich noch zum Angriff. Oh oh. Ja gut. Man könnte sagen, wir haben offiziell so gut wie verloren. Außer es kommt jetzt ein Crit. Nee. Nein, nicht. Nein, du Haufen Scheiße. Nein, du Haufen Scheiße. Es darf nicht wahr sein. KI macht mich kaputt. Das war jetzt aber der 5. Ruheort, oder? Wir haben noch kaum Schaden reingeknüppelt. Keinen. Vielleicht hätte ich mal die Attacke wechseln sollen. Ich glaube, das wäre klug gewesen. Es hat mehr als 5 AP auf Ruheort. Will es mich verarschen? Ja gut. 2 Angriffe werde ich nie mehr überleben. Nie mehr. Deswegen wechseln wir auf Walzer, komm. Wie oft kann es Ruheort einsetzen, bitte? Ist das witzig? Oder ist es witzlos? Ja, seht ihr, bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Auch wenn der Walzer immer ein bisschen stärker wird. Aber das ist jetzt ein riesiger, riesiger Witz. Wie soll ich das wieder bitte kleinkriegen jetzt? Nee, oder?
Habe ich es kaputt gemacht? Habe ich die KI kaputt gemacht? Solarstrahl. Oh nein. Nein, dieser Angriff hätte treffen müssen, dann hätte ich es geschafft. Dann hätte ich sowas von geschafft. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wenn der letzte Angriff getroffen hätte, hätten wir es geschafft. Drachenpuls. Solarstrahl. Ist so ein Typ Pflanze, ne? Dann würde das nichts bringen. Sternhieb. Solarstrahl. Immerhin ist die Sonne nicht da und ich kann doch mal angreifen. Niedlich. Vielleicht können wir aber einen Solarstrahl... Nee, nach dreimal Ränkeschmied können wir es nicht austanken, oder? Doch, stark. Metalux, tu es. Was zur Hölle war das denn bitte? Angriff steigt, aber ist nicht so gut. Viele KP sind bereits weg. Elfun. Elfun. Okay, Moment, Elfun. Bei Eitos Segen. Wir bleiben drin. Elfun, wie bitte? Moment, was? Mega... Mega Elfun, was? Oh, geht daneben. Mega Elfun, was? Kann dieses Spiel bitte nichts? Großer Gott, oh mein Gott, das war so stark. Oh mein Gott, das war so stark. Orkan, geht nochmal daneben. Oh mein Gott. Metalux, du es! Yes! Oh mein Gott! Mega Elfun! Ich glaub's nicht. Das war's jetzt, oder? Oh Gott. Du hast direkt in die Sonne gesehen, ohne zu blinzeln. Oh mein Gott. Du hast über mich triumphiert, aber wie die Nacht auf den Tag folgt, so musst du dich auch gegen meinen Ehemann beweisen. Nein, nicht was? Nein! Nein, nein, was? Es ist Zeit, sich der finsteren Angst der Nacht zu stellen. Ich benutze Pokémon, die sich im Schatten verstecken und darauf warten, ihre Gegner nichtsahnend anzugreifen. Wir verkörpern die Essenz der Ninjas. Mit Mutois Klugheit werden wir dich testen. Ich kann mich nicht einmal heilen gehen. Oh nein, okay, ich werde verlieren. Ich werde sowas von verlieren. Nach Dara. Metalux. Wir haben offiziell ein Problem. Egelsamen. Ich konnte meine Pokémon nicht mal heilen. Finstaura. Halten wir aus. Halten wir noch aus. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, KP gut zu schreiben für Metalux. Das macht überhaupt keinen Schaden. Das ist ein sehr speziell defensives Nachtara, ja. Es hat auch noch Überreste. Ja, leck mich doch. Ja, leck mich doch. Ist mir egal, ist mir egal. Wir bleiben jetzt aktuell gerade dabei. Wir tanken die Scheiße jetzt irgendwie durch. Schönste Aura. Macht nicht so viel Schaden, ja. Und die Überreste werden negiert durch die Egelsamen. Egelsamen machen sogar noch ein bisschen mehr Schaden, würde ich sagen. Aber wir verlieren auch mehr KP, als dass wir gut schreiben können. Moment, die Taktik ist gar nicht mal verkehrt. Theoretisch. So können wir auch die Tränke ihm aus dem Kreuz leiern. Ist eigentlich gut. Ist eigentlich gut. Wobei, Gigasaug hat nicht so viel AP. Ich bin gleich wieder durch, kann das sein? Nichts. Seit wann sind das 10 AP? Das ist ja stark. Ich meine, wir hauen mal noch einen Sternhieb rein. Das wird ein bisschen mehr Schaden machen, ja. Angriff steigt. Angriff steigt. Finsteraura. Tanken wir halbwegs gut aus. Und noch ein bisschen KP von den Egelsamen. Okay. Okay. Pokémon Nachtara sollte besiegt sein. Egal, egal, egal. Völlig in Ordnung. Benutzt bloß eine Tränke. Das ist völlig in Ordnung. Das einzige Problem hierbei ist jetzt... Metalux, du musst treffen, ja?
Du musst immer und immer wieder treffen. Das ist das Wichtigste. Sternhieb? Nein, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Metalux? Wichtig, bitte, ja? So. Nun sollte es definitiv ausreichen, oder? Ja, wir treffen und Nachtara ist besiegt. Nichts. Mondschein. Oh, nein. Okay, wir haben dieselbe Situation wie zuvor. Der Gegner hält sich ununterbrochen. Aber die Gefahr ist jetzt nicht so groß, muss man zugeben. Die Gefahr ist jetzt nicht so groß wie beim letzten Mal. So, und oh, Angriff steigt nochmal. Wichtig, wichtig, wichtig. Soll ich Metalux Mega entwickeln? Macht das Sinn? Sein Schaden ist aktuell sehr stark. Chupatur. Keine Ahnung, was das ist. Oh, dieses Vieh. Ist das Kampf? Ich setze mal Igelsamen ein. Nahkampf. Oh nein, nicht Nahkampf. Stark. Stark, stark, stark. Und Igelsamen. Perfekt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wisst ihr was? Das werde ich sowas von ausnutzen. Sowas von. Ich wünschte, ich hätte ein Geist-Pokémon. Gegen Kampf habe ich auch eine Schwäche. Mehr oder weniger. Ich muss eigentlich nur einmal zum Zuge kommen. Weil seine Verteidigung ist am Arsch. Seine Verteidigung ist am Arsch. Egosamen machen gute Arbeit. Ja, nee, ich bleib bei der Taktik. Ich bleib dabei. Solange sie funktioniert, warum nicht? Die Frage ist jetzt, wie oft kann es Nahkampf einsetzen? Oder noch besser, wie lange dauert es, bis es ein Volltreffer landet? Oder aber, bis es ausgetauscht wird? Das wäre natürlich auch halbwegs fatal. Wann gehen mir die Tränke aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ableiti! Das macht's auch nicht besser. Das macht's auch nicht besser. Wie viel Schaden denn bitte? Allerdings muss ich jetzt nur noch einmal treffen. Ich muss irgendwie angreifen können. Ich benutze die Laubklinge. Nochmal der Nahkampf. Das darf nicht wahr sein. Die Taktik war so gut. Die Taktik war so gut. So verdammt gut. Ich brauche jetzt mein schnellstes Pokémon. Welches ist das schnellste? 75. 79. Ich muss auf Bashon vertrauen. Ich muss. Machen wir so. Schmarotzer, komm. Mega-Entwicklung und Schmarotzer. Ich hoffe, ich bin schneller. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Aber, oh mein Gott, wir überstehen das irgendwie. 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 Nein! Aber, oh mein Gott, die Egelsamen, oder? Die Egelsamen wirken. Oh, shit. Das war sowas von eng. Oh nein. Oh nein! Level up. Wuchtschlag. Wollen wir den Wuchtschlag haben? Wird schon stark, 50 Genauigkeit kann ich nicht gebrauchen, glaube ich. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Kann ich nicht gebrauchen. Halukat. Wir müssen auf Fafnir gehen und dann Delphomid heilen. Ja. Oh, natürlich dieses Drecksvieh. Natürlich. Natürlich dieses Drecksvieh. Es ist ein Problem. Ja, der verdammte Liebensauger. Was ist das für Schaden, bitte?
Sag Gott. Nee. Eisblitzer. Vielleicht dann ein bisschen Schaden machen. Ja, ein bisschen war da. Giftschachtel kann es auch. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wir setzen Revolver ein. Und wollen dann... Ich habe keinen Top-Belieber. Toll. Holen wir Metalux zurück. Lebenssauger, ja. Ich überlebe das? Nee, ich überlebe das nicht. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Und es ist voll geheilt, quasi. Okay, mein Mega-Pokémon, du musst es schaffen. Ist vom Typ Gift oder was? Ich versuche den Schmarotzer, komm. Wir sind auf jeden Fall schneller. Nicht viel Schaden. Igasauger. Ist in Ordnung. Gott, ist das dumm. Ist das dumm, ist das dumm, ist das dumm. Ne, wir bleiben dabei, glaube ich. Schaden war eigentlich okay. Eigentlich. Wenn ich nur wüsste, was für ein Typ das hat. Mein Leben sehr erleichtern. Mit dem Gigasauger kann ich eigentlich leben. Eigentlich, aber es hält sich so dermaßen hoch. Such mir mal noch den Schmarotzer. Den Stampfer meine ich. Bringt ungefähr gleich viel, ne? Bringt ungefähr gleich viel. Aber der nächste Angriff. Natürlich kommt jetzt ein Volltreffer, du Haufen Scheiße. Aber der nächste Schaden müsste reichen. Au weg. Danke. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Arbok. Arbok. Ich habe gerade eine riesige Angst, Leute. Ich wechsle mal kurz auf Metalux. Hab gerade eine riesige Angst. Ist Mega Arbok hier ein Thema in diesem Spiel? Bedrohe auch noch. Ja, leck mich doch. Giftattacken dürften mir nichts ausmachen. Ich sehe eine großartige Zukunft für dich, aber bist du bereit hierfür? Nein. Nein, das bin ich sowas von gar nicht. Ist Mega Arbok wirklich ein Thema hier? Ja. Nein. Was zur Hölle ist das denn? Schreckstarre. Was passiert? Initiative sinkt. Oh nein, Mega Arbok. Einrollen. Verteidigung steigt. Nee, Angriff steigt. Shit. Verteidigung auch. Schön. Genauigkeit auch. Schön. Okay, ich versuche, die Egelsamen rauszuhauen. Knirscher. Tut weh. Ja. Die Egelsamen sind gesetzt. Das ist gut. Da ist schon mal etwas. So. Soll ich angreifen? Ich versuch's. Ich versuch's. Nochmal der Knirscher. Ja. Metalux. Das darf nicht wahr sein. Das war der letzte AP, ne? Ist das richtig? Letztes AP. War ich jetzt schneller? Nee, ich war nicht schneller. Ich war nicht schneller. Egelsamen könnten uns den Arsch retten. Nein, das war's für uns. Das war's für uns. Es sei denn, wir wechseln jetzt aus. Ist es klug? Ich versuch's, ich wechsle aus. Ich wechsle aus. Mega Baphomet! Knirscher weiterhin, ja. Tanke ich ohne Probleme aus. Das ist aber ein Problem. Da ich jetzt nicht weiß, was jetzt für eine Attacke kommt, werde ich mich nochmal heilen. Jetzt kommt bestimmt eine starke Giftattacke. Stimmt, oder? Ich weiß nicht, wie viele Hypertränke ich noch habe. Ich werde sie alle einsetzen, alle. Mülltreffer, ja, jetzt kommt eine Giftattacke, eine starke.
Was zum... Okay. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Warum wurden jetzt keine... Leck mich doch. Warum kam jetzt kein Schaden durch Dingens, Egelsamen? Toll, was soll ich denn jetzt machen? Pflanzenattacken bringen genau gar nichts. Laubklinge. Ich versuche mal anzugreifen, irgendwie. Irgendwie. Stark. Stark. Habe ich ein AP-Regenerierteil? Das muss jetzt getestet werden. Ich habe einen Äther. Setzen wir ein. Metalux. Auf Sternenhieb. Mein Sieg hängt an einem seidenen Faden, kann ich euch sagen. Das darf nicht wahr sein. Mein Sieg hängt an einem seidenen Faden. Nein, nicht jetzt Missklick machen, das wäre jetzt fatal. 14 Hypertränke habe ich noch, okay. Wenn kein Volltreffer kommt, kriegen wir es hin. Theoretisch. Praktisch? Nicht sicher. Ich sollte auch nochmal sicher gehen. Ich sollte auch nochmal sicher gehen. Wir beleben noch irgendjemanden. Girafärz zum Besten. Auch es ist gegen Gift immun. Oh oh. Oh oh. Okay, Angriff ist jetzt noch stärker geworden. Angriff ist jetzt noch stärker geworden. Es sollte Metalux zwar nicht one-hitten, solange ich es heile. Aber es wird immer und immer knapper. Fühle ich mich stolz mit diesem Kampf? Nein. Finde ich es gerecht? Ja. Ich meine, das ist ein Mega-Arbok. Ich habe noch nie im Leben einen Mega-Arbok gesehen, ja? Ich meine ja nur. So. Noch ein Hypertrank. Dann machst du noch was. Noch ein Knirscher. Dann tun die Egelsamen beinahe ihr Übriges, ja? Nee, es reicht noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber, nee, nee, nee. So nicht. Nichts riskieren wir, gar nichts. Ich habe keine Fliegerattacke. So, meine Freunde, ich hab's total unterlevelt. Geschafft. Irgendwie. Der 8. Orden ist jetzt unser. Habe ich ausgetankt, irgendwie. Irgendwie. Metalux Level Up verdient. Du hast in die Dunkelheit gesehen und deine Angst überwunden. Ja, nee, gegen zwei Raiderleiter hintereinander ist schon ein bisschen unfair. Gratulation. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Du hast den Segen von Aitos und Muitos. Seine mächtige Kraft und ihre heitere Klarheit werden dich führen. Als ein Zeichen ihrer Liebe hast du diesen Orden verdient. Der Zen-Orden. Aufgrund ihres Segens werden dir alle Pokémon gehorchen, sogar wenn du sie tauschst. Du hast dir auch diese TM verdient. Solarstrahl. Interessant. Solarstrahl ist eine kraftvolle Attacke, bei welcher Sonnenenergie absorbiert wird, um deinen Gegner zu überwinden. Gebrauche sie weise und sie wird dir von außerordentlicher Hilfe auf deiner Reise sein. Und auch diese. Immerhin hast du uns beide besiegt. Verhöhner. Naja, bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Mit dieser Attacke bist du fähig, die Wut deines Gegners gegen ihn zu benutzen. Bei weisem Brauch sollten sie während eines Kampfes Gelegenheiten für dich eröffnen. War's das? Ja, der Segen ist bei dir, danke. Haben wir uns den letzten Ordner dich angesehen? Falls nein, wir haben sie alle. Ich kann den Pass nicht umdrehen, nein. Aber Leute, wir haben alle 8 Orden. Da ist doch schon mal was. Ich werde jetzt diese Arena verlassen und so schnell wie möglich ins Pokémon Center rennen. Ich hoffe, das wird mir gestattet. Nein, ich werde aufgehalten. Telefon. Oh, Professor Bamboo. Johnny, hey, also ist es wahr? Du hast den 8. Orden erhalten? Du hast es geschafft, Kaito und Hinata zu besiegen? Wow, das ist unglaublich, Johnny. Natürlich wusste ich, du würdest es schaffen. Seit dem Tag, an dem du mein Labor verlassen hast, mit deinem Starter an deiner Seite, dachte ich mir, dieses Kind ist wirklich etwas Besonderes. Und siehe da, ich hatte recht. Du hast jedermanns Erwartungen weit übertroffen.
du und auch Theo. Also, was steht als nächstes an? Nun, ich denke, das sollte klar sein. Die Meisterschaft erwartet dich. Es sieht aus, als würden sie sie immer noch abhalten. Trotz der Nuklear-Pokémon. Ich schätze, sie lassen sich von einer kleinen Umweltkatastrophe nicht aufhalten. Neben dir und Theo haben die anderen Teilnehmer doch gar keine Chance. Hä? Ich? Ich habe die letzte Zeit hart daran gearbeitet, eine Heilung für die Nuklear-Pokémon zu finden. Aber da wir immer noch nicht wissen, was die Kernschmelzen verursacht, komme ich nur langsam voran. Doch ich bin mir sicher, dass wir bald zum Durchbruch kommen. Was denn jetzt noch? Sorry, Shawnee. Ich bekomme gerade einen Anruf. Ich werde dort eben auflegen, ja? Er kommt aus dem Ranger-Hauptquartier in Sonnenstrand. Das muss etwas sehr Wichtiges sein. Ich rufe dich später an, okay? Ja, ist okay. Ich bewege ihn von alleine. Was? Hi! Was passiert? Wird das Dorf angegriffen? Ja, ich habe Angst. Was ist los? Was ist los? Bitte bleiben Sie ruhig. Es gibt eine potenzielle Bedrohung. Zu Ihrer Sicherheit werden wir Sie in der Zwischenzeit in einen sicheren Unterschlupf bringen, ja? Bürger von Tsukiname, bitte folgen Sie mir. Jetzt warte mal eine Sekunde. Was ist das für eine Bedrohung? Ich gehe nirgends hin, bis ich weiß, was hier los ist. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich bald ein Angriff auf das Atomkraftwerk im Osten ereignet, der so ähnlich ablaufen wird wie der in Westhandor. Nun, würden Sie bitte mit mir kommen? Was? Warum sollte jemand ein Atomkraftwerk angreifen, hä? Genau, und woher wissen Sie... woher wissen Sie überhaupt davon? Wenn noch gar nichts passiert ist, hier stinkt doch etwas ganz gewaltig. Genug! Was? Oh. Die beiden Bosse. Stellt das Gerede sofort ein! Die heiligen Anführer höchstpersönlich. Das muss etwas Ernstes sein. Hört auf die Ranger. Ihr müsst ihnen sofort zum Unterschlupf folgen. Unverzüglich, Eure Majestät. Ich will ins Pokémon Center gehen. Primär, ja. Entschuldigung, die Menschen aus Tsukiname sind es nicht gewohnt, von außenstehenden Befehlen entgegenzunehmen. Sie hören nur auf das heilige Wort der Götter. Viele Jahre lang haben wir uns selbst vor Bedrohungen verteidigt. Allerdings sind wir für eine solche Gefahr nicht gewappnet. Bitte, erzählen Sie uns. Was haben die Ranger herausgefunden? Wir haben eine Ahnung, was die Kernschmelzen in den Atomkraftwerken auslöst. Offensichtlich verursacht sie jemand oder etwas mit voller Absicht. Unserem Tipp zufolge sind sie auf dem Weg zum Kernkraftwerk Omikron. Weil es sich dabei um das letzte verbleibende Kraftwerk in Tando handelt. Wir wissen, was in Winnowill passiert ist. Etwas, das zu solcher Zerstörung fähig ist. Das ist nicht der Wille der Götter. Daher müssen wir kämpfen. Die Heere von Tsukiname stehen euch zur Verfügung. Gut, wir werden starke, kompetente Trainer brauchen, die mit uns gegen die Nuklear-Pokémon kämpfen. Bereits jetzt rotten sie sich in hohen Zahlen auf der Insel zusammen. Ich hörte von diesen verdorbenen Pokémon. Die Götter werden die Ausbreitung dieser Korruption nicht erlauben. Mit Freude gebe ich mein Leben für das Wohl meines Clans. Dies ist unser Eid. Wir stehen euch zu Diensten, o große Anführer. Sputet euch zum östlichen Kernkraftwerk. Wir werden Tsukiname mit der Kraft der Götter beschützen. Flieg geschwind, meine Pokémon! Ja, ich kann nicht fliegen. Ja. Die sind ein bisschen verrückt hier in diesem Dorf, oder? Naja. Also, Johnny, kommst du auch mit zum Atomkraftwerk? Kellen begibt sich gerade dorthin. Er wird nach dir Ausschau halten, wenn er ankommt. Außerdem könnten wir einen starken Trainer wie dich gut gebrauchen, um gegen diese Nuklear-Pokémon anzukommen. Du kommst also mit, oder? Ja, wenn ich meine Pokémon heilen darf, ja. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Seitdem du mich vor diesem nuklearen Maruki in Sonnenstrand beschützt hast, wusste ich, dass du ein wahrer Held bist. Genau wie dein Vater. Hier, lass mich deine Pokémon heilen. Danke. Du solltest die Chance nutzen, um ein paar Vorräte für den Kampf zu besorgen, bevor wir aufbrechen. Lass mich einfach wissen, wenn du bereit bist. Okay? Aber beeil dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann lass mich ein paar Dinge kaufen hier. Mir wurde gesagt, dass ich diesen Ort räumen soll, aber ich kann meine Waren nicht im Stich lassen. Hallo und willkommen. ja, ich möchte ganz viele Dinge kaufen. Ganz viele Supertränke. 40, völlig okay. Belieber. Ich habe 8. Gib mir noch 2 davon. Vielleicht noch ein paar Superschutz.
Nee, ich habe genug. Hyperheiler. Haben wir 7. Gib mir noch 3 Stück. Warum nicht? Ich habe das Geld. Und wenn wir schon mal hier sind, ein paar Hyperbälle könnte ich auch noch mitnehmen. So, dann habe ich 70. Wunderbar. Gut. Dann möchte ich noch kurz nachschauen gehen, wie es meinem Pokémon in der GTS geht. Wenn ich etwas ertauschen konnte, dann... sind alle weg. Sie sind alle weg. Ich kann nichts mehr tun. Die Ranger evakuieren das Dorf. Ich kann den Pokémon heilen, aber dann müssen wir schnell verschwinden. Ich kann nicht mal mehr nach der GTS schauen. Geh schon mal vor, ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Viel Glück. Hehe. Starke Sache. Die sind alle weg. Ich kann nicht mal mehr tauschen. Kann ich hier vielleicht noch was mitnehmen oder so? Nee. Ich weiß nicht, ob das gut kommt jetzt. Ich bin unterlevelt. Definitiv. Na, was soll's. Leute. Sehen wir auf der Karte dieses Omikron-Kraftwerk. Ist das da oben? Nee, das da. Ja, Omikron-Kraftwerk. Leute, da werden wir als nächstes hingehen. Aber nicht mehr heute. Für heute war es das mit Pokémon Uranium. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.